Hallo liebe Clever-Freunde, liebe Kastenwagen-Freunde, vor allem alle Wohnmobil-Freunde und heute ganz speziell hallo alle Pössl-Freunde. Ich bin heute beim Pössl-Center in Berlin. Neben mir mein guter Freund inzwischen, muss man ja sagen, obwohl du immer wieder sagst, dass du mich aus deiner Freundesliste streichen willst. Ich verstehe nicht warum, aber gut. Erkläre ich euch später. Ja, so ist es. Der Henry ist heute am Start wieder. Wir haben uns lange, lange nicht gesehen, aber jetzt haben wir es endlich mal hinbekommen. Das letzte Mal auf der Messe, ne? Genau. Letztes Jahr war es noch auf der Messe. Jetzt 2022. Neue Modelle gibt es ja haufenweise. Lange war ich aber nicht hier. Jetzt darf ich mal wieder auf den Hof treten, nachdem alle Sicherheitsmaßnahmen und so weiter und so fort, ihr kennt, ihr wisst, worum es geht, beiseite geschoben sind, können wir uns heute endlich mal wieder ein paar Autos anschauen. Ja, wie ihr seht, wir haben ja so ein, zwei Modelle auf dem Hof bekommen, ja, aus dem 22er Bereich. Momentan sehr zitrönenlastig. Ja, na, woher liegt das wohl? Ja. Fiat halt einige Probleme hat im Liefern. Wir haben heute mal was vorbereitet, dass wir einmal so mal durch die komplette Produktpalette mal einmal rumgehen. Wir hatten die Idee, dass wir nicht irgendein Fahrzeug vorstellen, sondern dass ihr voten könnt oder sagen könnt, was euch interessiert, und darüber drehen wir das nächste Video. Wir würden heute mal so ein paar Fahrzeuge anreißen. In der Beschreibung stehen auch die restlichen Fahrzeuge, die wir momentan auf dem Hof haben, wo wir auch Fahrzeuge zur Besichtigung da haben, dass wir auch was drehen können und was zeigen können, vor allen Dingen euch was zeigen können. Zum Beispiel jetzt nur als... Warte ganz kurz. Ich verabschiede mich nur, weil du machst es jetzt alleine hier. Moderation, perfekt. Naja, was... Ne? Deswegen, nee, da kommen wir nachher nochmal. Ich gehe jetzt hinter die Kamera und ich würde sagen, Henry, wir starten mit dem Mercedes Venster. Neues Modell. Schauen wir uns versprochen, an. Über André drehen wir nochmal ein selber separates Video. Ich glaube auch. Also bleib dran. Henry, ich würde sagen, los geht's. Wir starten mit dem Mercedes Venster bei Pössl. Schickes Rot. Ja, wir haben jetzt die ersten Modelle vom Venster und Camp Star auf Mercedes-Basis bei uns im Haus zum Anschauen und natürlich auch zum Verkauf hin. Bei Mercedes hat sich ja etwas länger hingezogen. Das heißt, geplant war es ja schon fürs letzte Jahr und auch schon weiter voran. Nun sind sie endlich da, die ersten Fahrzeuge. Das wäre jetzt mal einer Permanent-Allradantrieb. Drehbare Konsolen, Einzelsitzsystem mit... Immer so frei und geh mal rein. Natürlich. Airline-Schienensystem, diese Art Airline-Schienensystem. Voll groß, also... Großzügiger als der Space Tourer von innen, ja. Donnerwetter, also jetzt mal im Ernst. Also, ey, blöde Frage, ein Tisch, gibt es den hier, den man dann per Airline-Schienen noch reinsetzen könnte? Dann sozusagen? Komm mal kurz einmal nach hinten, bitte. Ich komme. Weil ich muss das noch mal kurz zeigen. Also das ist hier enorm viel Abstand. Vorne nach hinten. Aber ich sag mal, wir machen ja eh noch mal ein Video separat zu dem Auto. Das geht, ne? Das jetzt ist nur heute erstmal, genau, alles klar. Um so ein bisschen was zu zeigen, was wir auf dem Hof mit haben oder über welche Fahrzeuge wir Videos drehen können, je nachdem, was euch interessiert. Tisch ist natürlich mit dabei. Es ist ja ein Fahrzeug, wo vier Schlafplätze möglich sind. Das heißt, zwei unten, zwei oben mit dem Aufstelldach. Wir haben natürlich wie beim Venster auch den Tisch immer mit dabei, den man drinnen oder draußen benutzen kann. Herausfahrbare Füße, sodass man da auch das Niveau der Höhe regulieren kann. Ansonsten klassisch wie beim Campster oder besser gesagt Venster, Schubladensystem, wo man sich dann die Aufteilung selbst gestalten kann. Und auf der rechten Seite einmal die Spüle mit jeweils 12 Liter Frisch- und Abwasser. Das heißt, genau, das wird nur herausgezogen. Diese Elemente können draußen oder drinnen aufgebaut werden und sind dann so auch flexibel, dass alles mit dabei ist, aber auch alles platzsparend verstaut werden kann. Das heißt, wenn es als Alltagsauto genutzt wird, auch keine Probleme ist, diese hinten herauszunehmen, in den Keller gestellt oder in die Garage. Man hat ein wunderbares Alltagsauto, mit dem man halt seinen Job oder sonstiges erledigen kann und sobald man freie Zeit hat, halt auch um den Alltag zu entfliehen. Wir müssen uns entschuldigen, ist es heute ein bisschen lauter, weil wir sind direkt hier beim Pössl Center Berlin an der Hauptstraße und hinter uns gerade der Berufsverkehr hat hier eingesetzt und es werden gerade Autos abgeladen. Deswegen klappert es vielleicht das eine oder andere Mal etwas lauter. So, Aufstelldach. Also es ist auch eine geile Höhe. Ich stelle mich einfach mal rein. Ja, easy peasy. Also ich meine, ich bin ja kein Riese. 1,75 Meter. Henry ist ja noch größer. Ach nee, oder? Henry? Und so viel zur Freundesliste. Da war wieder das Problem. Ja, schicki. Und das Ding ist ganz einfach runter
zu setzen. Genau, also wir ziehen, ich setz mich hier wie bei jedem Aufstelldach, einfach das Bett einmal herunter, haben dann oben die Schlaufen, wo wir dann einfach nur das Aufstelldach selber herunterziehen. Na, dann wir können es gerne mal anders machen. Ich halte mal deine Kamera und du kannst ja mal das Dach herunterziehen. Alles klar, dann sitz jetzt hier runter. So, das heißt, ich ziehe an den Gurten, dann genau. Ist normal. Greife wichtig mir. Ist halt beim Herunterfahren, dass ein Fenster, eine Tür, whatever, geöffnet ist, sodass die Luft, die oben drin ist, auch entweichen kann. Ja, alles klar. Natürlich hätte ich jetzt, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass man ja die Gase normalerweise zumacht. Hier, nicht, dass wir nachher sagen. Also, aber es würde halt entsprechend so funktionieren. Schön darauf achten, dass immer die Zeltplane hier oben vom Aufstelldach, dass hier eine dritte verschwindet. Ja, aber ich ziehe das jetzt einfach mal runter, auch wenn wir das dann gleich nochmal ordentlich und sauber machen müssen. Ja, und die Dinger, das nervt bei mir auch immer, dass die immer runterhängen, aber die kann man ja dann hinten einfach verstauen. Gut, wir haben ja beim Mercedes genauso wie beim Campster auch die Abdeckung, die noch dazwischen kommt. Ja. Das heißt, um die Geräuschkulisse etwas zu minimieren und um halt das Unschöne dort oben abzudecken. Ja, nee, also das sieht alles sehr wertig aus. Spannende Frage, wo fangen wir hier preislich an und oder wo geht's los, bis wohin geht's? Ich meine, hier wird es ja doch viele Elemente wahrscheinlich geben, die man hier... Es gibt eine wahnsinnig große Konfigurationsliste. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir das oder dass wir das da wir näher drauf eingehen, das machen wir im separaten wenn wir ihn vorstellen, ob man den Venster oder Campster oder auch beide gerne, sind beide vor Ort und beide können wir nutzen. Henry, ich würde vorschlagen, wir schieben das Auto wieder in die Parklücke rein, weil ich sehe, hinter uns stehen schon haufenweise Autos, die alle noch durch wollen. Und dann geht es weiter mit den anderen Fahrzeugen, die ihr noch auf dem Hof habt. Modelle 2022. So machen wir das. Dann bis gleich. Ja, vorschriftsmäßig hat der Henry den Mercedes Vanstar bei Pössl hier eingeparkt. Aber ich glaube, die Parkposition hat er sich nicht zufällig gewählt. Weil, was steht hier? Ein neues Fahrzeug. Henry, wir wären hier schon einmal bei einem, ja, ich sag mal, dieses Jahr sehr begehrten Fahrzeug, Ducato 8. Steht's ja hier. Einem Summit Prime 540. Auf Ducato 8, das heißt, das heiß begehrte Fahrzeug schlechthin. Alle wollen ihn, keiner bekommt ihn, obwohl ganz so kann man es ja auch nicht sagen. Wenige bekommen ihn. Du bist selbst den Duc 8 ja schon gefahren. Wie schon fährt sie's? Mehrmals, bin wirklich begeistert. Vom Fahren her schon was ganz anderes. Nicht mehr so diese Transporterklasse, sondern schon eher in den Pkw-Bereichen. Eine sehr ruhige Laufkultur von der Aufhängung, vom Chassis her wirklich sehr, sehr schön. Fährt sich wahnsinnig angenehm. Mega Beleuchtung, muss ich sagen. Ja, das ist das normale Summit Prime Lichtkonzept mit der Ambientebeleuchtung, mit dem Baldachin, mit dem Hinterleuchteten und mit dem Kobelhegi, mit den LED-Spots. Ist halt, um eine angenehme Atmosphäre in warmweißem Licht zu schaffen abends, wenn du mit deiner Frau mal alleine bist und die Kinder verkauft sind. Verkauft? Verschenkt? Nein, alles gut. Sehr, sehr exklusiv, muss ich sagen. Also das wirkt alles sehr, sehr wohnlich und sehr gemütlich. Also es heißt exklusiv, es ist eher gemütlich, das wäre das richtige Wort. Also ich habe ja auch schon in dem einen oder anderen Kastenwagen gestanden, aber das wirkt schon sehr luftig alles. Also gefühlt ist hier hinten mehr Platz drin. Schon durch die freie Sichtachse. Genau. Also man kann nach hinten schauen. Das Bett geht so ein bisschen trapezförmig, wird nach unten schmäler, da ja dort der Fußbereich ist. Und durch das Schwenkbad, hat man halt auch in dem 540er wirklich ein sehr geräumiges Bad. Sehr, sehr schickes Auto. Auf zum nächsten. Dann gehen wir mal einmal durch die Flotte. So, ich folge dir unauffällig. Wir waren ja jetzt beim Summit Prime 540. Genauso möglich wäre auch ein Video über den bekannten Summit 540. Ohne Prime. Ja, das sieht schon anders aus halt. Also ist. Dann hätten wir halt beide Varianten vom Roadcamp dort, als eher mit dem Raumbad oder als klassischer Roadcamp. Jetzt geht's hier hintereinander weg wie warme Semmeln. Mit der Anschlagtür im Bad. Ja. Dann hätten wir hier einen Trenter 540, ebenfalls mit Raumbad. Darüber hatten wir ja auch schon mal. Den Trenter, den verlinke ich euch direkt am besten auch. Trenter 540, den 600er und auch den 640er hatten wir ja auch schon mal. Den hatten wir auch schon Anfang des Jahres mal. Das war jetzt das letzte Mal, dass wir uns gesehen hatten, leider. Ja, den müssen wir schon der Klassiker Clever Tour. Ja. Hier mit einer Lamellenbad, nicht mit einer Anschlagtür. Auch mit freier Sichtachse sozusagen. Vergleichbar mit dem Move? Nein. Nein?
allein das Bett schon von der Größe her ist ein 45er, der Move ist ein 6 Meter. Alles klar, okay, gut. Innenaufbau oder gestaltet etwas anders. Bei Rotkar hat sich relativ wenig bis gar nichts getan im Modellwechsel. Das heißt, das ist der Rotkar, da oben steht es auch. Genau. Für die, die uns jetzt das erste Mal sehen, beim Pössl Center gibt es halt verschiedene Marken hier in Berlin. Ist eben nicht nur der Pössl und nicht nur der Clever, sondern nur ist die komplette Pössl-Gruppe, das heißt Rotkar, Globkar, Clever Pössl. Ja. Hier wären wir jetzt in dem neuen Clever Shine in den 45er. Man sieht es schon zum Preiben vom Aufbau her ähnlich. Die freie Sichtachse, umlaufende Schränke, was ich sehr schön finde. Halt Platz oder Stauraum kann man nie genug haben. Wir haben hier mal eine etwas andere Optik her von dem Holz. Diese Beklebung macht das Ganze etwas hochwertiger. Und natürlich, was ich ganz klasse finde, mal kein grauer Boden, ja, sondern mal etwas ansprechender und auch wirklich wohnlicher. Kommt dem Preim sehr, sehr nah. Ist auch sehr, sehr ähnlich, aber darüber ja mehr im eventuell nächsten Video. Okay, also der Schein. Dann Klassiker schlechthin, unsere Plus-Modelle. Hier hätten wir den Zack, da haben wir es schnell noch. Genau. Tuvin R Plus, R fürs Raumbad. Da haben wir es wieder. So, hier, wir haben doch keine Zeit, André. Ja, ich komme doch schon. Es ist, die Zuschauer wollen doch aber noch kurz was sehen, wenigstens. Dann hätten wir den Tuvin Plus in der Classic-Ausführung. Auch den können wir euch zeigen. Ich glaube, es werden eine ganze Menge Videos werden. Ebenfalls ein ganz neues Modell seit diesem Jahr, der RS. Dort ist alles vereint, was aus dem Raumbad und Tuvin S, das heißt einmal R für Raumbad, S für freie Sichtachse, gibt dem Ganzen noch ein bisschen freieres Raumgefühl. Er wirkt größer, da man den freien Blick nach vorne oder nach hinten genießen kann. Und da kommen wir dann schon zu dem Tuvin S. Mit Aufstelldach. Mit Aufstelldach in diesem Fall, genau. Jetzt wird es hier langsam eng. Ja, passt. Die Autos stehen halt sehr, sehr eng bei euch, weil ihr verdammt viele Autos aktuell habt. Wir haben viele Musterfahrzeuge. Viele Musterfahrzeuge. Und überall steht, erst ab Oktober 2022 können dann diese Musterfahrzeuge selbst gekauft werden. Ich meine, die Frage wird sicherlich auch mal wiederkommen. Können wir nicht schnell den und den hier haben? Es geht uns darum, dass die Kunden halt in jedes Modell mal reingehen können. Ja. Von der Haptik her mal alles anfassen. Man muss mal drinnen gestanden haben. Im Prospekt sieht alles schön aus. Ähnlich wie im Partnerportal, bis man sich das erste Mal trifft. Und so haben wir es halt natürlich auch bei den Fahrzeugen. Deswegen werden die auch noch nicht verkauft, sondern erst, wenn das Folgemodell aus dem 23er Jahr dann bei uns steht, dann wäre dann diese veräußert, sodass ihr die Möglichkeit habt, halt durch alle Fahrzeuge mal einmal durchzugehen, euch die Fahrzeuge anzuschauen und auch die Unterschiede direkt zu vergleichen. Was haben wir da hinten noch schon Feines? Clever? Hier haben wir noch einen Clever Celebration, noch in Imperial Blau. Spannende Frage, gibt es die Farbe noch? Euch die Entscheidung bei der Bestellung etwas einfacher zu gestalten, hat sich der Hersteller natürlich auch Gedanken gemacht. Das formulierst du sehr, sehr positiv gerade. Ihr könnt wählen zwischen Grau in Dunkel oder Hell, Weiß oder Schwarz. Das sind die Farben der Saison sozusagen. Ja, alles klar. Also, das war jetzt mehr eine rhetorische Frage, aber die hast du elegant, wie immer, umschifft. Nee, es ist... Dann haben wir hier nochmal einen Clever Celebration. Der ist jetzt schon mal etwas vorbereitet. Wir wollen ein Fahrzeug fertigen. Wir sind schon nach Kundenfahrzeug. Nein, das nicht. Aber wir wollen ein Fahrzeug fertigen, wo wir mal alles zusammen verbauen. Das heißt, vom Fahrradträger angefangen, auf dem anderen Fahrzeug dann einen Vanbiker zum Beispiel, mal eine Megasat-Anlage und WLAN-Hotspot, sodass wir mal alles verbauen, was geht. Die Soganlage habt ihr auch noch nicht drin. Nein, das kommt jetzt vis-à-vis. Wir statten verschiedene Fahrzeuge anders aus, sodass man mal sehen kann, was es alles gibt, was ist möglich und natürlich auch die Funktion mal besser zu erklären, als wenn es im Karton vor einem liegt. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ansonsten gibt es ja wunderschöne YouTube-Kanäle, wo man sich dann sowas anschauen kann, um jetzt nicht ein bisschen Schleichwerbung für Van Berlin zu machen, weil da kann man sich das alles mal anschauen. Wie man das dann selbst gegebenenfalls, wenn man dazu handwerklich in der Lage ist. Dann haben wir hier den Klassiker, den Rotkar 600. Ja. Wie gesagt, zum Vorher sehr wenig Veränderung. Die einen sagen, was gut ist, soll man nicht verändern. Auch schöne Sichtachse nach hinten. Unheimlich großes Bett.
Also zumindest wirkt der Kofferraum erstmal hier. Es wirkt natürlich auch durch das Holz und durch die hellen Klappen sehr groß und freundlich. Aber wir gehen mal noch eine Ecke weiter für die Familien. Unter uns. So, noch ein Roadcar. Oh, ein Doppelstockbett. Die Schränke sind ja, nennen wir es mal, süß. Hier haben wir den R601. Wo ist er denn? Da ist er. Möglich mit 4 Personen drinnen zu schlafen oder gegebenenfalls auch 5. Hier dürfen aber nur mitfahren. Um noch eine gewisse Staumöglichkeit zu geben, sind hier halt... Warte, ich komme. Ich stelle mich mal hier kurz rauf. Im Fußbereich noch kleine Schränke, wo man noch Stausachen oder Staufächer hat, da man die ja wirklich nicht genug haben kann. Die Leiter zum Einstieg für die Kiddies oder für die Eltern dann, je nachdem, wer wo schläft. Ja. Oben natürlich auch mit Rausfallschutz, sodass auch nichts passieren kann, wenn die Kinder unten oder besser gesagt oben schlafen. Das wäre eine Alternative und dann würde ich sagen, drehen wir uns einmal um, dann gehen wir in den 640er Bereich, okay, dass wir mal die 640er einmal durchgehen, was auf dem Hof steht. Also es sind nur 40 cm, ne? Oder beziehungsweise ein Meter zum anderen. In Anführungsstrich. Aber wenn man hier so schaut, jetzt nur mal die Sichtachse, das wirkt ja gleich ein bisschen wie Welten. So, Henry, was haben wir hier für ein Modell? Hier haben wir ebenfalls einen Roadcar im 640er Bereich, den R640. Längsbetten, Anschlagtür im Bad und dieselbe Optik wie bei den anderen beiden Roadcars schon als 22er Modell. So, ich komme. Dann hätten wir hier schon mal einen Pössl Revolution. Elektronisches Hubbett, Raumbad und natürlich, wir sehen gleich... Ein Hubbett. Okay, das heißt, es wirkt hier so ein bisschen nach Wohnambiente hier hinten. Ist da irgendwie mit Sitzecke? Nein. Nein, das leider nicht. Man kann selbst entscheiden, wenn man zu viert unterwegs ist, lässt man das Bett unten drinnen. Ja. Wenn man zu zweit unterwegs ist, nützt unsere Empfehlung nur das obere Bett, nimmt das untere Bett komplett heraus und hat so dann natürlich eine riesen Heckgarage, wenn man mal was einladen möchte, mitnehmen möchte, was etwas größer ist, weil das Bett ist ja variabel. Und das obere Bett wird sozusagen abgelassen auf die Höhe, wie jetzt das untere ist und fertig. Okay. Ja, also meine Vermutung war eben, dass das eben Seitenpolster noch sind, um hier irgendwo anders zu sitzen oder irgendwas. Leider, also man wäre auch möglich, wenn es ganz nach oben ist, es geht ja noch ein kleines Stückchen nach oben, dass man das hier aber, als Sitzecke oder Liegefläche nehmen kann. Müsstest du unten Boden und so weiter. Alles klar, gut. Können wir uns auch einzeln nochmal anschauen, welches Fahrzeug? Sag nochmal den Namen. Das wäre der Pössl Revolution, der Roadcruiser. Da steht er, mit extra Höhe. Ach, steht auch oben, ja. Oder ist das noch, warte mal, hattest du nicht noch einen, ist das der XLer, den ich vorhin gesehen hatte? XL haben wir noch vorne stehen, da kommen wir jetzt gleich zu. Dann würde ich sagen, machen wir kurz Pause, gehen nach vorne und dann zeigen wir euch den noch. Henry, weiter geht's. Dann haben wir jetzt hier den Roadcruiser XL in der Eleganzausstattung. Eleganzausstattung bedeutet anderes Ausbauholz, andere Klappen, etwas heller gestaltet, etwas freundlicher. Ebenfalls Längsbetten, kein verstellbares Bett. Das ist wirklich für etwas Großgewachsene, damit man sich nicht den Kopf stößt. Ja, der ist deutlich höher, ne? Als der normale Kastenwagen. Viel Raum, ja. Okay. Spannende Frage der Zuschauer. Warum sind die Lamellen dort blau? Was macht blaues Licht? Aha. Das ist natürlich noch der Schutz der Lamellen für den Transport. Diese werden natürlich vor der Auslieferung dann entfernt. Dass auch keine Airline, Kratzer drin sind. Auch Airline-Schienen. Ideal, um Dinge zu befestigen. Das sind die aufgesetzten Verzurschienen von Pössl, die man benutzen kann, weil man hier dann flexibel ist in der Ösenstellung und seine Ladungssicherung flexibel gestalten kann. Ich glaube, das waren jetzt, ich habe gar nicht mitgezählt, 10, 15 Fahrzeuge? Ich glaube auch, ich habe leider auch nicht mitgezählt. Wir haben natürlich noch ein, zwei Fahrzeuge mehr, die seht ihr dann in der Beschreibung. Ich würde sagen, unten. Da ist das Däumchen. Unten in die Videobeschreibung schreiben wir euch alle Titel der Fahrzeuge noch mal rein. Und ihr seid so lieb und schreibt maximal in die Kommentare rein, welches Fahrzeug ihr als erstes sehen wollt.
versuche ich die Kamera nochmal rumzudrehen. Wir werden das ein oder andere hier für euch filmen. Aber wie gesagt, gebt uns einen Hinweis, womit wir starten sollen. Und dann würde ich sagen, geht's nächste Woche, in einer Woche sind wir schon wieder verabredet, geht's wieder los. Also kommentiert fleißig, was wir für euch drehen sollen als erstes. Wir sagen ciao, ciao, Van Berlin und der liebe Henry vom Pössl Center in Berlin verabschieden sich und wir freuen uns dann, euch in der nächsten Woche wiederzusehen, oder? Ich freue mich. Und darf ich jetzt wieder Freund sein? Das überlege ich mir. Bis nächste Woche. Das wird spannend. Alles klar, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.